Jetzt lassen wir seine zukünftige Partnerin raus. Schauen wir mal, wie er reagiert. Und vor allem sie. Felipe und Lucia sollen ein Paar werden. Vor Felipe reagiert erst mal ein anderer Mitbewohner auf Lucia. Und wie? Nicht den Weg, da kommt doch der Nandohahn wieder, Doofe. Die schlägt immer den gleichen Weg ein. Und da kommt der Hahn wieder. Immer das Gleiche. Aber sie lernt es auch nicht. Anstatt sie gleich in Beckennähe geht, oh, das ist der Hahn. Ah, jetzt ist aber ein bisschen abgebrühter. Jetzt rennt sie nicht gleich in Becken, wartet sie erstmal. Liebe mit Hindernissen. Lucia nimmt nach der Aufregung ein Bad. Na, heute ist aber kalter, ne, Schnecke? Und Felipe? Der wartet ab. Sieht aus, als bräuchten die schüchternen Wasserschweine etwas Unterstützung. Denk mal, er wird sie schon registriert haben. Gerochen haben wir in irgendeiner Form, aber wie wir Felipe kennen, kommt er natürlich nie aus dem Moostop. Und das werden wir jetzt mal ein bisschen nachhelfen. Ich will auch wissen, ob er sie mag oder nicht, ob er sie beißen will. Man kann hier nicht ewig stehen. Und sie bleibt hier im Wasser und gucken wir mal, ob er reagiert. Muss ich mal ein bisschen nachhelfen. Immer schön langsam, ne? Immer schön langsam. Na los, ey. Felipe, trau dich. Ja, die ist im Becken, du musst mal gucken gehen, Dicker. Das ist ihm alles schon wieder nicht so aufregend, so aufwühlend. Die ist im Wasser, Felipe. Nun guck doch mal wenigstens. Mensch. Du willst sie nicht kennenlernen, wa? Da ist sie. Partnerschaftsvermittler Christian Möller und sein härtester Fall. Ob das noch was wird. Felipe und Lucia, die Wasserschweine, haben sich gefunden. Felipe verliert keine Zeit. Nicht nur kleiner, Lucia ist auch ein ganzes Stück jünger als Felipe. Wenn die beiden wirklich ein Paar werden, dann erst, wenn Lucia soweit ist. Schäm dich, Felipe. Ja, das sieht ja alles sehr schön aus. Schnuppert an ihr, sie duldet. Scheinen sich ja doch zu verstehen. Natürlich immer noch ein paar Tage warten. Aber auch der Deckversuch, das ist natürlich, sie ist viel zu klein. Das ist klar, das ist so eine Übersprungshandlung. Von ihm auch, du gehörst mir oder ich dulde dich. So ein bisschen. Er ist nun auch ein geschlechtsfähigen Alter. Das kommt ja auch noch dazu mit 3 Jahren. Sie ist natürlich zu klein, da wird doch nichts passieren. Aber sieht im ersten Moment erstmal ganz gut aus. Geht doch nicht weg, läuft nicht weg, sie auch nicht. Sehr schön. Aber so wie wir ihn eingeschätzt haben, scheint er ihr nichts Böses zu wollen. Das ist schon mal ganz gut. Ah, da bin ich ja froh, das sieht wirklich sehr gut aus. Einen Freund kann Lucia dringend gebrauchen. Denn einen Feind hat sie schon. Na los, Philipp, bitte her, du Pfeife. Kannst mal deine Freundin beschützen. Und wieder im Wasser plutsche. Ein Riesensatz. Ey, du Pfeife. Kann doch nie wahr sein. Oh, nicht zu schnell, Felipe, nicht zu schnell. Immerhin. Felipe schaut nach seiner neuen Flamme. Das nächste Mal steht er ihr vielleicht sogar bei. Das würde Lucia bestimmt beeindrucken.